Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Talkshow Bettgeschichten on Tour. Nach einer dreijährigen Corona-bedingten Pause melde ich mich heute aus dem wunderschönen Schlafstudio Lüniger in Minden zurück. Eingeladen habe ich mir heute die großartige Schauspielerin Kati Karrenbauer, die viele noch als Knastlesbe Walter aus der Serie Hinter Gittern kennen. Kati hat ein bewegtes Leben, aus dem sie uns heute viele, viele Geschichten erzählen wird. Unter anderem sprechen wir heute über ihre schöne Zeit in Bad Segeberg, die mieseste Schlagzeile aller Zeiten, ihre Zeit als Telefonsexarbeiterin und natürlich ihr aktuelles Buch. Herzlich willkommen in der Bettgeschichten Nummer 27, 3 Jahre nach dem nach der letzten Folge, Nummer 26, da waren wir in Freiburg, jetzt sind wir im schönen Minden und ich freue mich sehr, dass Sie alle hier sind. Denn Kati Karrenbauer, unser heutiger Stargast, wollte schon vor 2,5 Jahren hier im Schlafstudio Lüniger sein, aber an dem Tag wurde dann plötzlich angekündigt, dass Feierabend ist mit Kultur und so mussten wir das ausfallen lassen und haben immer wieder neue Termine gesucht und jetzt ist es soweit und ich freue mich, dass sie hier ist. Ich freue mich auch, dass ich hier bin. Dankeschön, Dankeschön für die Einladung, lieber Olli. Du bittest um Applaus, muss gar nicht sein. Das brauchen wir hinterher, ne? Das braucht man immer zwischendurch. So, ja, lass uns mal. Möchtest natürlich. Du links oder rechts? Nein, ich schlafe auf der Seite. Auf der Seite. Also ich meine, ich schlafe ja alleine in meinem Bett, insofern. Immer? Ja. Grundsätzlich? Ja. Okay. Ja. Hast du nie Übernachtungsgäste oder sowas? Vor vielen Jahren mal. Oder sowas? Nee, habe ich nicht. Also, was ich immer mit ins Bett nehme, weil es mein Wecker ist, ist das Handy. So, wäre ich ja fast schon drin. Mein Gott, ist das aufregend. Olli, wir zwei. Ich finde, das Mikro passt farblich super zur Bettwäsche. Schauen Sie mal. Ich komme Ihnen näher. Achso, da klappt es ja zusammen. Moment. Und so können wir auch weiter nach hinten gucken, ne? Ist dir das? Ja, das meinte ich ja. Das kann ich auch. Jetzt sehen wir. Hallo. Hallo. Da sehe ich Sie auch, junge Frau. Hast du schon mal so Rollen spielen müssen? Im Bett? Ja, so Krankenrollen. Ja, ja, ja. Ich habe mal bei Bettys Diagnose mitgemacht und da lag ich auch im Bett. Aber die meiste Zeit habe ich irgendwelche Leute bezirzt, die im Bett lagen. Und zwar hatte diese Figur, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, den Plan, dass sie alle gesund machen kann, die krank sind. Und das war so ein bisschen so eine Art Wahrsagerin. Ja. So, und dann ist die immer nachts mit irgendwelchen Kreuzen und so an die Betten geschlichen. Das war die Story. Das war die Story. Ich würde gerne ein kurzes Warm-up mit dir machen. Das Oder-Spiel. Oder? Das Oder-Spiel. Du also sagst end einfach, was dir. End oder weder, ne? Motorrad oder Cabrio? Cabrio! USA oder Schottland? USA. Mann oder Frau? Mann. Knast oder Psychiatrie? Oh, beides nicht. Bier oder Wein? Wein. Berge oder Meer? Meer. Bayern oder Schleswig-Holstein? Schleswig-Holstein. Katzen oder Hundefutter essen? Hund, Hundefutter essen. Hundefutter essen. Schon ausprobiert. Echt? Frohlich, ja. Frohlich schon ausprobiert. In jungen Jahren, weil der Hund das nicht essen wollte, da hat man selber dran geknabbert und hat gesagt, so Schätzchen, schmeckt. Und? Ja, schmeckt doof. Party oder Sofa? Aufs Sofa. Komplimente oder Geschenke? Geschenke machen. Geschenke machen? Mhm. Lieber als Komplimente kriegen. Ja, Komplimente. Wofür kriegt man Komplimente? Also... Nee, Geschenke machen. Okay. Loft oder Bauernhaus? Loft und Bauernhaus. So, so. Ich liebe das Land. Ich wollte immer auf dem Land leben. Bauernhaus war mein großer Traum. Mit Hunden und Ziegen und Schafen und Pferden am besten dabei. So, und je älter ich werde, umso mehr ist mir klar, ich bleibe in der Stadt, weil man da gut versorgt ist, wenn man mal ins Krankenhaus muss und ein bisschen Kultur tut auch immer gut. So, aber am liebsten beides. Also das wird nichts mit dem Land noch, mit dem Bauernhof? Wahrscheinlich nicht, weil auch hier, ne? Aber man weiß ja nie, wer um die Ecke kommt. Vielleicht lernt man immer jemanden kennen, einen Menschen oder vielleicht sagt man im Alter, doch, ich muss raus aus der Stadt, ich brauche den Weitblick und dann gucke ich lieber auf Pferde als auf Autos, das kann schon sein. Mhm. Ruhm und Ehre oder Geld? Ruhm und Ehre oder Geld? Ach, ich finde Ruhm und Ehre, wenn man sich das ehrlich verdient, wenn jemand sagt, das hast du wirklich toll gemacht, das ist was für die Menschheit oder das ist was für die Allgemeinheit oder für die Gesellschaft, dann lieber Ruhm und Ehre. Okay, Chips oder Schokolade?
Schokolade. Süßes leider. Oder saures? Süßes. Und lieber Theater oder lieber Musical? Ach so, das ist beides schön. Beides schön, okay. Gut. Wie geht's dir? Gut. So im Allgemeinen, du hast jetzt gerade, du hast ja eine aufregende Zeit jetzt auch hinter dir im Sommer. Du hast gespielt in Bad Segeberg? Ja. Bei den Karl-May-Festspielen? Ja. Wie viele Vorstellungen hast du gemacht? 72. 72? 72 Vorstellungen. Wir haben ja immer nur von Donnerstag bis Sonntag gespielt. Donnerstag, Freitag, Samstag, Doppelvorstellungen. Das ist ein Ritt. 15 Uhr und 20 Uhr geht die Show los. Wir haben ja dieses Jahr den absoluten Zuschauerrekord gebrochen. Normalerweise sagt man, ja, so 200, 250.000 Menschen hätte man erwartet, denn 7.500 Leute gehen in dieses wunderschöne Theater. Wer schon mal da war, ich hoffe, Sie waren schon mal da, haben Winnetou, Shatterhand und die tollen Beritte gesehen. Bad Segeberg ist die schönste Open-Air-Bühne, die ich kenne. Und das war immer mein Kindertraum, da mal spielen zu dürfen. Und er hat sich jetzt erfüllt. Aber man muss eben auch sagen, 72 Vorstellen ist knackig. Was aber daran reizvoll ist, ist, dass diese Bühne, dadurch, dass sie ein Amphitheater ist, man kommt raus auf die Bühne und steht vor einer Menschenwand. Das hat man ja sonst nicht. Normalerweise gucken die Menschen nach oben, wenn sie auf eine Bühne gucken. Also der Zuschauer sitzt im Zuschauerraum. Wäre schön, wenn wir heute ein bisschen höher säßen. Ne? Aber die Leute gucken nach oben. Und so ist es irgendwie, die Leute gucken entweder geradeaus oder auf dich herab. Eine unfassbare Vorstellung. Denn wenn man selber mal oben gestanden hat und runtergeguckt hat und sieht, dass man ja echt nur so klein ist, Olli, wenn du da unten bist. Also da gibt es so F-Ränge und man denkt immer, was sehen die Leute denn da überhaupt? Ja, sie sehen das Gesamtbild und die Pferde und so. Die beiden können das bestätigen, 7-mal, 8-mal, 9-mal in den Vorstellungen gewesen. Ja, und haben sich dann auch an unterschiedliche Plätze gesetzt, mal erste Reihe, mal dritte Reihe, mal weit oben, mal links, mal rechts. Und so hat man am Ende dann ein Gesamtbild von dem gesamten Stück. Riesenspaß. Das Wort Indianer, was ich heute nicht sagen darf, sage ich nicht, aber Cowboy und Indianer spielen, es macht so einen Spaß. Ich finde diese ganze Diskussion, die es ja zum Ende hin gab, das ging ja fast so weit, dass man forderte, dass die Karl-May-Festspiele eingestellt werden müssen. Die Diskussion war aber auch jetzt dieses Jahr neu, oder hat sie schon? Die war komplett neu. Ja. Also man möchte ja auch niemandem zu nahe treten, wenn man sagt Indianer und jetzt nicht sagt indigenes Volk. Aber ich bin ganz ehrlich, wir Kinder haben Cowboy und Indianer gespielt. Okay, das tut nichts dazu, dass die Dinge sich verändern natürlich und der Blick auf die Dinge auch anders wird. Aber ich war selber ich bin ja mit dem Motorrad durch Amerika und ich war im Shoshone-Gebiet, ich war in den Reservaten und dort sagen Indianer über sich selbst Indianer. Also ist es doch total absurd, dass wir hier sitzen und sagen, Indianer darf man nicht mehr sagen, aber die Indianer sich selber Indianer nennen. Mhm. Und das ist doch eine absurde Diskussion. Also insofern, ich sage das Wort weiter. Ich wollte das als Gag, hatte ich das bei Facebook rausgenommen und hatte das böse Wort so in Tüttelchen geschrieben. Und da stand dann immer drunter, was, dein Ernst, du sagst das Wort nicht mehr. Ich sag mal so, es gibt wichtigere Dinge im Leben, als das Wort Indianer nicht zu sagen. Finde ich. Mhm. So. Du hast zusammengestanden mit Alexander Klafs und mit Sascha Hehn. Ja! Und war das das erste Mal mit Sascha Hehn zusammen? Ja! Ja, guck mich an, weißt du, ich meine, ich wäre so gerne mal aufs Traumschiff gegangen. Ja. Aber früher war das nicht möglich mit meiner Fresse. Außerdem hatte man immer noch diesen Fadenbeigeschmack, in Anführungsstrichen, ich habe es ja geliebt, aber oh, da kommt die Knastlesbe und die passt jetzt nicht auf das schicke Bötchen und so. Aber hast du konkret mal so Absagen gekriegt? Hast du dich mal beworben? Oder ich habe mich beworben, natürlich habe ich mich beworben. Und dann haben die gesagt, nee, also... Nein, aber sie haben sich dann gar nicht gemeldet, ja, das ist ja auch eine Absage. Letztendlich bist du mit Hintergittern total berühmt geworden und so eine lange Serienrolle, wie lange lief die Serie? 14 Jahre? Oder? Nee, 10.
Zehn Jahre, so eine Rolle zu spielen, macht einen ja sehr, sehr bekannt. Also einfach durch diese permanente Wiederholung, aber auch durch diese spezielle Rolle. Ne? Und damals war Privatfernsehen, hatte ja auch nochmal einen anderen Stellenwert als heute. Schlechteren. Aber mehr Zuschauer vermutlich. Damals. Ja, aber schlechteren Stellenwert. ARD, ZDF, dritte Programme, das guckte man. Mhm. Und auch zu dem Zeitpunkt, 97, war RTL immer noch so Usselfernsehen. Ne? Aber es war so ein bisschen Segen und Fluch hinter Gittern für dich, was deine Karriere angeht. Oder wie willst du das heute so sehen? Wo ist der Fluch? Heute mit 16 Jahren Abstand? Oder wie lange ist es her? Ja, 16 Jahre. 2006 haben wir aufgehört. Das wurde dann ausgestrahlt bis 2007. Wir wurden ja auf die Schnelle eingestellt. Fluch und Segen. Also bekannt, ja, durch Hintergittern auf jeden Fall. Den Fluch habe ich nie so ganz verstanden. Ich habe das super gerne gemacht. Wir waren ein tolles Team. Wir haben wirklich, also man sagt ja Frauen nach, sie beißen und kratzen sich die Augen aus gegenseitig und beißen sich in den Nacken oder wohin auch immer. Das gab es bei uns nicht. Wir waren wirklich ein tolles Team und wir waren auch aufeinander angewiesen. Und selbst die, die sich dann gegenseitig nicht die Butter auf dem Brot gönnten in der Serie oder sich bekriegt haben, die waren am engsten befreundet. Also die Kollegen waren alle klasse durch die Bank und es war ein Riesenspaß. Fluch meinte ich jetzt, weil du eben auch sagtest, das habe ich so rausgehört, dass du gewisse Rollen natürlich nicht bekommen hast danach, weil du stark mit dieser Rolle auch erstmal in Verbindung gebracht worden bist. Ja, aber es ist auch das Gesicht. Mhm. Es ist ja nicht nur die Rolle, es ist ja nicht nur, weil du eine Knastlesbe spielst, ist es nicht mager mit den anderen Buchungen. Das ist sicherlich das eine gewesen und es war auch schwierig danach, andere Figuren und andere Rollen zu bekommen. Aber ich habe immer gesagt, ich bin ja als Schauspielerin angetreten, um ganz viele unterschiedliche Figuren zu spielen. Und das ist der Grund, warum man das macht. Ich habe lange am Theater gearbeitet, viel Musical gemacht, viele unterschiedliche Rollen gespielt. Und natürlich war man dann eine Zeit lang festgelegt. Mhm. Aber, und das finde ich an der Gesellschaft und an denen, die Fernsehen machen, habe ich damals schon kritisiert. Ja, ich meine, bei Götz-George, wenn der jemanden umgebracht hat im Todmacher, ist doch niemand danach auf die Straße gegangen und hat gedacht, Götz-George wäre ein Mörder. Also das ist so absurd und dieses, was sich so in den Köpfen festsetzt, dass die Realität das eine ist und Fernsehen, fiktives Fernsehen das andere, ich finde, das hätten zu dem Zeitpunkt dann auch schon die Film- und Fernsehmacher begreifen können. Aber das Gesicht bleibt schwierig. Ich werde ja dieses Jahr 60. Ja. Und ich kann die Omas aber nicht spielen. Wenn Sie sich heute mal überlegen, wie sieht der Nachwuchs aus? Klein, dünn, meisten haben so ein Stupsnäschen und so. Da komme ich als Oma nicht in Frage. Tue ich nicht. Und auch nicht als Mutter. So, eher als durchgeknallte Tante, aber die werden meist nicht gebraucht. Und allein von der Optik, und dann habe ich eine tiefe Stimme, oh mein Gott, das Fernsehen wird auseinander springen, wenn ich um die Ecke komme und die Oma gebe, ne, Schätzelein, komm mal bei mir bei, ne? Ja, lass die Oma mal hier die Haare kämmen, ne? Ja, und da wird es schwierig. Gibt es denn was du total gerne spielen würdest? Ja, ganz viel. Ganz viel. Ganz viel. Ja, ganz viel. Also einfach eine größere Bandbreite als... Ich wollte immer Kommissarin sein, weil ich so neugierig bin. Und so aber Kommissarin will doch zu dir passen. Ja, aber ich meine, auch beim Tatort habe ich mich, als der Duisburger Tatort besetzt wurde und auch Dortmund neu besetzt wurde, habe ich gesagt, Kinders, da muss ja jemand, Duisburger Mädel muss dahin. Ja. Ja, sagen Sie Stopp. Nein. Aber warum? Dafür bist du doch eine Marke. Ja. Ich wäre eine Marke und ich glaube auch, dass das toll gewesen wäre, aber dann guckt man sich an, wer danach gerutscht ist und schon weiß man, ja, das sind immer dieselben Gesichter. Und da gibt es eben eine dauerhafte Zusammenarbeit, das hat mit den Fernsehstudios und auch mit den Produzenten zu tun, die, selbst wenn man eigene Stoffe entwickelt hatte früher oder jemand mal gesagt hat, Mensch, ich habe da was für dich entwickelt, hätte ich total Lust drauf, dass du das machst und das machen wir für ARD oder ZDF. So, dann dachte ich schon immer, naja, schön, also du kannst das vorschlagen, du schreibst mir die Rolle wirklich auf den Leib,
toll. Und wenn das dann eingereicht ist und wenn das dann gemacht ist, weißt du, was garantiert passiert? Ich werde es nicht spielen. Da wird irgendjemand aus dem alten Kader rausgenommen, das ARD-Gesicht, das ZDF-Gesicht, und dann wird es so besetzt. Und das war die dauerhafte Erfahrung bei allem. Also insofern nein. Kein Tatort, obwohl nicht, meine Eva Mattes hat sogar Tatorte gedreht, aber ist natürlich auch nochmal ein bisschen anderer Typ. Und ich schätze Eva und liebe sie sehr. Und dann habe ich gedacht, doch, aber wenn solche Gesichter auch da sind, dann geht das auch mit mir. Aber da gehöre ich dann nicht zum A-Promi, was auch immer das heißen mag. Wärst du gerne ein A-Promi? Ich bin ein A-Promi, entschuldige bitte mal. Du hast es gerade selber so anders ausgedrückt. Ja, das ist die Sicht der anderen. Ach so, ach so. Sobald man irgendwas macht, ist man ein Z-Promi oder ein B-Promi oder ein D oder ein weiß der Geier was. Also ganz ehrlich, ich bin erfolgreich gewesen mit dem, was ich gemacht habe, über lange, lange Zeit. Und wenn das nicht A heißt, dass einen Menschen erkennen, dass einen Menschen toll finden, dass Menschen die Arbeit mögen, die man macht. Ja. Ob nun auf der Bühne oder im Fernsehen. Wer wagt es eigentlich da drauf? Das ist ein Z. Das ist ein Z-Promi. Hörst du das öfter? Ja, na, ich höre das, wenn ich Dinge tue, die den anderen nicht gefallen. Aber ich meine, ganz ehrlich, zahlt ja auch keiner meine Miete. Also ich muss schon gucken, dass ich die Dinge tue, von denen ich sage, ich kann morgens in den Spiegel gucken. Ja. Das müssen ja die anderen dann nicht. Dschungel zum Beispiel. Ne? Dschungel, bestes Beispiel. So, davor eben keine klugen Entscheidungen im Leben getroffen, alles verloren, einmal eine Chance bekommen, dann auch zu sagen, okay, ich kann mich daraus befreien, wenn ich sehr viel Geld verdiene. Das habe ich dann entschieden, auch entgegen der Agentur, die dann sagte, nee, sag ich ab. Und ich wusste ganz genau, wenn ich das nicht tue, werde ich nicht frei sein. Und ich habe vorher so viel Geld verdient und ich habe es versemmelt durch meine große Liebe. Und das habe ich ja damals auch gesagt, nur gibt es diesen Dauervorwurf von mir nicht. Und ich kann auch nicht mein ganzes Leben lang zurückgucken und sagen, ich habe es vermurkst. So, dafür bin ich einfach zu gerade und bin der Meinung, wir müssen, wenn wir auf die Nase fallen, ja, man fällt mal auf die Nase im Leben, dann muss man sich betrachten und muss sich das auch genau ansehen und dann muss man überlegen, wie komme ich da raus? Und wenn ich das aus eigener Kraft kann, dann möchte ich das gerne tun. Und ich erinnere das gut, ne? Da ging es ja darum, dass der Rechtsanwalt ein Angebot gemacht hat. Und es sollte, also ich war zu dem Zeitpunkt in Hamburg und die Leute hatten bis zum 24. Oktober damals 2009 Zeit anzunehmen, ob ich, wenn ich in den Dschungel gehe und mich dann und das dann auszahle mit hoher Quote, ob sie mich dann befreien. Das hieß also, der Anwalt hat angeboten, dass Menschen darüber entscheiden, ob ich Kakerlaken esse, ja oder nein. Und ich dachte, also ich wäre so oder so in den Dschungel gegangen, auch wenn ich danach nicht frei gewesen wäre. Aber ich wusste, sie entscheiden, will ich die Karrenbauer leiden sehen, ja oder nein. Und als die alle zugestimmt haben, dachte ich, und jetzt wollen sie mich Dreck fressen sehen. Ist doch lustig, oder? Und dann habe ich gedacht, gut, alles klar, Freunde, so machen. Also das heißt, ich weiß nicht, ob alle die Geschichte auch kennen von dir. Ach so, ja. Also du warst durch eine sehr ungünstige Investition ziemlich in Schwierigkeiten geraten. Ne? Das kann man so sagen. Vorsichtig aber, ausgedrückt. Ja, aber ungünstige Investition klingt immer so, als hätte ich irgendwo ein Haus gekauft. Nee, und es ging ja um ein konkretes, um die Genau, aber das finde ich ganz wichtig. Halle. Weil ganz viele Leute in den Zeiten, wo sie Geld hatten, haben gesagt, ne, wir kaufen Häuser im Osten, wir vermieten die für wahnsinnig viel Geld. Oh, dann haben sie sich gewundert, als die Häuser dann doch nicht so viel wert waren und, und. Das waren spekulative Sachen. Das habe ich nie gemacht, sondern es gab eine Halle, das war die alte Wetten-Das-Halle. Das war die größte Traglufthalle der Welt. Ein Doppelkuppelbau, verbunden mit einer Schleuse. Und dort konnte man Konzerte veranstalten. Und der Mensch, den ich damals kennengelernt habe, mein späterer Freund, der hatte in dieses Objekt investiert. Und es fehlten Investoren. Und es stand in Hafen City oder auf Hafen City da,
wo sie heute, wenn sie zur Elbphilharmonie fahren, über dieses Gelände fahren, da stand das Objekt 32 Meter hoch. Man konnte es von überall sehen, wenn man in die Stadt reinfuhr. Ein blauer Doppelkuppelbau. So, und in das habe ich investiert. Und wir hatten 2004 einen großen Sturmschaden über Hamburg. Also wir hatten einen Sturm, 187 Stundenkilometer. Das war Sturm Oralie und er riss. Hinten war eine LKW-Schleuse an dem Objekt, damit Musiker dann ihre Musik da hinten, also die Boxen und alles, damit das alles auf die Bühne gebracht werden konnte. Und in diese Schleuse ging der Sturm. Und diese Außenhaut, das war eine Membran, die gab es weltweit überhaupt nicht. Eine Musikmembran. Und es war ein aufgeblasenes Objekt und da ging dieser Sturm rein und die Membran platzte und es war ein 30 Meter Loch in der Außenhaut. Und dadurch, dass das Objekt so hoch war, gab es leider überhaupt keine Möglichkeit, dass die Feuerwehr das abends abbaute in diesem Sturm. Dann flatterte das und am Ende war es kaputt. Schaden 490.000 Euro plus Mehrwertsteuer. Und ja, und so begann die Reise ins Ungewisse. Und ist dir auch so warm? Ich schwitze ja mittlerweile auch nachts im Bett. Es ist besser als am Anfang, muss ich sagen, weil irgendwie ist diese Bettwäsche sehr angenehm. Ja, die ist auch schön. Hat so einen gewissen kühlenden Effekt. Aber ja, natürlich. Ja, also wir Frauen, nicht alle, aber wenn man so langsam so in die Menopausen-Ecke kommt, hat man das immer mal wieder, dann kriegst du... Und dann liege ich nachts im Bett und denke, Gott sei Dank liegt niemand neben mir. Ich bin so pitschnass, als würde ich gerade aus dem Schwimmbad kommen. Ja, kennen Sie das? Ja, schau's mal. Wir Mädchen, so, da muss man auch zusammenhalten. Das ging ja hinterher immer noch weiter, also wer sich dafür interessiert, du hast das in deinen Büchern geschrieben auch. Vergangenheit. Das ging ja immer noch, damit war es ja noch nicht erledigt mit dem Sturmschaden, dann gab es Versicherungsgeschichten, du hast nachgeschossen und so weiter. Und es wurde, und du hast dich quasi, ist es immer tiefer, wurde immer schwieriger, da rauszukommen und am Schluss... Genau. Sagte der Berater, mach doch bitte den Sack zu. Ja. Das kannst du nicht mehr. Und das Wichtige ist eben, ich habe niemandem Geld weggenommen, sondern ich habe meins einfach komplett verloren. Mhm. Und hatte 10 Jahre umsonst gearbeitet. Und das ist natürlich eine bittere Erkenntnis. Ja. Aber, hey, deswegen sage ich ja nur, wir kommen ja nur drauf wegen des Dschungels. Also Dschungel war die Möglichkeit. Das war der Befreiungs-, genau, Befreiungschance, die sich bot. Ganz genau. Sind die auf dich zugetreten oder war das so eine Idee, Mensch, da das ist eine Idee vielleicht? Nein, ich renne doch nicht rum und sage, wo könnte ich mal schnell Geld verdienen? Nein, könnte eine Agentur gemacht haben oder ein Berater, der sagt, du geh in den Dschungel. Das ist. Ja, aber hatte ich gerade vorhin schon gesagt, ne, dass es die Anfragen eben schon öfter gab. Und dann hast du immer Nein gesagt und in dem Moment hast du gedacht, so jetzt. Genau, ne? Und dann habe ich gedacht, aber das ist jetzt der Zeitpunkt. Und ich habe das überhaupt nicht bereut, weil. Und das glaube ich eben auch im Leben. Es gibt immer die Möglichkeit, auch aus einer Misere herauszukommen. Man muss manchmal, also es gibt Menschen, die brauchen jemanden, der sagt, Schätzchen, pass mal auf, hier kommst du nicht weiter, ich sehe das. Mach mal halblang. Wir sind nämlich, ich glaube, die Gesellschaft heute ist ja auch so, ich muss dies, ich muss das, ich muss toll sein, ich muss noch da und dort. Ich kenne das von mir selber. Ich will auch immer, ich möchte gut sein, ich möchte helfen, ich möchte dies, ich möchte das. Aber manchmal sitze ich da und denke, ey, Tempo raus. Nimm doch mal das Tempo raus. Betrachte mal ganz kurz, wo geht die Reise hin? Und ich bin ganz sicher, auch Menschen, die sehr, sehr verzweifelt sind, und gewesen sind, die sich wirklich in Ruhe hingesetzt haben und gesagt haben, wie mache ich den nächsten Schritt? Und darum geht es auch im Leben. Natürlich gibt es Momente, wo man total verzweifelt, aber man muss das nicht. Und was ich immer glaube, ist, jeder von uns hat einen Menschen irgendwo. Man fühlt sich manchmal so mutterseelenallein. Aber dann fällt einem vielleicht jemand ein, den man kennt und dem man vertraut oder vielleicht aus der Nachbarschaft. Es muss nicht immer Familie sein und, sondern die Wahlfamilie, ne? Guter Freund, aber manchmal auch ein Entfernter, dem man mal zuhören kann und dem man vielleicht auch mal um Rat bitten kann.
so denke ich. Hattest du Leute damals in der schweren Zeit? Ja, ich hatte meinen besten Freund und als ich alles verloren habe, da verlierst du ja wirklich alles, Kreditkarte, alles, alles, von jetzt auf gleich weg. So, du darfst zum Sozialamt gehen, ich hatte kein Konto mehr, aber wenn du kein Konto hast, kannst du deine Miete nicht zahlen in Deutschland. Das ist wirklich fatal. Du darfst nirgendwo deine Miete hinbringen, sondern das muss immer über die Konten geregelt sein. Und das war ein großes Problem für mich. Und ich bin dann rumgerannt, weil der Insolvenzverwalter sagte, die Bank muss ihnen ein Konto geben. Dann bin ich dahin und habe gesagt, schönen guten Tag, mein Name ist Kachenbauer, ich bräuchte ein Konto. Da haben die gesagt, nein. Und haben mich nach Hause geschickt. Mhm. Dann habe ich den Insolvenzverwalter angerufen, was mache ich denn jetzt? Bitte zur Postbank gehen, die müssen das machen. Ich bin zur Postbank, habe gesagt, ich würde gerne ein Konto eröffnen. Wir prüfen das. Dann habe ich meinen Namen aufgeschrieben, alles eingereicht. 2 Tage später bekam ich die Nachricht, man möchte nicht mit mir zusammenarbeiten. Und so ging das weiter. Und es war wirklich so brutal, dass ich dachte, das gibt's doch nicht. Wo kriege ich ein Konto her? Und dann habe ich aber, ich hatte ein Buch geschrieben und der Verlag, der rief dann bei, war damals die Dresdner Bank, und der rief an und sagte so, ich schicke jetzt eine Klientin, eine unserer Buchautorinnen, die schicke ich jetzt zu Ihnen und Sie eröffnen jetzt da ein Habenkonto. Sofort. Und ohne dass ich Geld hatte, auch vom Verlag nicht bekam, habe ich dieses Konto eröffnen können. Einfach nur, dass ich habe ja weitergearbeitet, ich habe ja gedreht, ich habe ganz viele Auftritte gehabt. Ich durfte nur nichts davon behalten. Ich glaube, ich durfte 910 Euro behalten von all dem, was ich reinholte. Und das war schon nicht einfach, weil 750 Euro kostete meine Miete. Ich habe bei meinem besten Freund gegessen, ein halbes Jahr lang. Der hatte ein Restaurant, da habe ich gegessen. Und ansonsten, ja, ich habe Zigaretten von meinem Geld gekauft, weil ich dachte, mein Leben ist zu Ende. Aber trotzdem, und ich kenne so diese Situation, wo du unter der Bettdecke liegst und sagst, oh, es ist so schwer, es gibt gar keinen Grund mehr aufzustehen. Ich kriege die Decke nicht mehr vom Kopf weg. Ja. Hattest du, wie lange war diese Zeit? Ein halbes Jahr. Halbes Jahr. Ja, und dann kam das Dschungelcamp schon, oder? Nee. Dann habe ich irgendwie angefangen und dann hatte ich mit einmal ein Konto. Also du konntest einen Teil tilgen. Und ich habe ja auch gedreht. Und nach befreit. Genau. Und dann war eben nach anderthalb Jahren, war eben diese Anfrage für den Dschungel. Mhm. Und dann habe ich gesagt, mach ich. Und hast du das nie bereut. Bist du, wenn du jetzt im Nachhinein nochmal so zurückguckst, all die Jahre, würdest du sagen, dass sich diese Erfahrung sehr verändert hat? Ich bin nach wie vor so, wie ich vorher auch war. Ich bin immer versucht, gerade zu sein, niemandem etwas wegzunehmen, nichts auf fremden Schultern auszusitzen, ganz wichtig, niemanden dafür verantwortlich machen, dass man selber Fehler macht. Immer zuerst mal auf sich selbst gucken und dann eben gucken, ob es nicht wirklich was mit einem selber zu tun hat. Zu Streitigkeiten, zu allen Dingen im Leben gehören immer zwei. Immer. Das ist ja nicht wie ein Donner über mich hereingebrochen, sondern die Situation ist sukzessive entstanden. Ich habe das zugelassen, offenen Auges. Und ja, ich bin auch eigentlich nicht dämlich. Und für all das, wofür ich damals unterschrieben habe, hatte ich den Gegenwert Geld. Aber das reichte irgendwann nicht mehr. Mhm. Und ja, natürlich wusste ich damals, selbstschuldnerisch irgendwas zu unterschreiben, ist der absolute Wahnsinn, vor allen Dingen in den Größenordnungen. Aber da waren auch viele, viele Unterverträge, Handschlagverträge, die nicht eingehalten wurden. Und so bin ich dann eben in die Situation geraten. Aber hey, ich bin noch da. Und das war 2011, viele Jahre her. Ich habe, und das hat mich sehr geärgert, in Bad Segeberg, wir haben einen Artikel gemacht, mit Sascha und Alexander und mir, und die, ich nenne mal ihren Namen nicht, die Dame von der Presse kam und machte ein Interview mit uns dreien. Und ich bin aus allen Wolken gefallen, als ich dieses Interview danach gelesen habe. Also, was hatte sie gefragt? Sie hatte gefragt, wie haben Sie die Corona-Zeit überbrückt, 2 Jahre, wie war das für Sie? Wir haben da auch relativ ehrlich drauf geantwortet. Und kennst du die Schlagzeile? Nee, bin gespannt. Okay. Also, in der Mitte ein Pferd
Rechts und links Sascha und ich, auf der anderen Seite Alexander Klavs und darunter ein Dreizeiler. Pleite Kati lebte sogar von Hartz IV. Was war das denn für eine Zeitung? Nenn den Namen nicht. Und auch die Dame nicht. Aber ich meine, wir sind in Bad Segeberg, die Zeiten beginnen neu, alles ist im Aufbruch. Wir haben da oben ein nettes Gespräch an einem sonnigen Tag unter einem Baum. Wir nehmen uns die Zeit, wir machen die Fotos. Und was dabei als Werbung herauskommt, war: Pleite Kati lebte von Hartz IV. Aber darum haben wir gar nicht gesprochen. Nein, es stand auch nichts in diesem Artikel. Mhm. Und das hat mich so befremdet, weil ich dachte, ja, in Deutschland ist es ganz oft so, man bekommt spät den Dreck hinterhergeworfen, den man mal irgendwo hinterlassen hat. Und wie schmierig muss man sein, zu sagen, ich komme und mache ein Interview über die Karl-May-Festspiele und mache dann so einen Aufmacher. Das ist 11 Jahre her. Danach war ich frei, habe wieder brav angefangen zu arbeiten. Alle haben das ausgeschüttet bekommen. Und ich habe überhaupt keine Lust, in der Vergangenheit zu leben. Ich gucke nach vorne. Ich stehe auf und mache fleißig weiter. Ich arbeite in Restaurants, also habe im Restaurant gearbeitet, um mir mein Geld zu verdienen, als Corona. Jetzt auch als das Restaurant wieder aufgemacht hat, im letzten Jahr im Mai, als der Sommer kam, machten die Restaurants wieder auf. Da habe ich als Terrassenmanagerin gearbeitet. Ich habe die Leute bedient. Da saßen natürlich auch Promis und viele Kollegen. Und es macht mir überhaupt nichts aus, zu sagen, ja, weißt du, einmal Kellner, immer Kellner. Und als Mario Adorf mich fragte, Kati, was machst du denn hier? Da sagte ich, besorg dir einen schönen Wein. Hat er dir ein großes Trinkgeld gegeben? Oder? Nein, ich habe auch gar kein Trinkgeld zu der Zeit angenommen. Das war für die Kellner und so. Ich habe zugearbeitet, ich habe mitgearbeitet. Und ich sage immer, solange ich laufen kann, solange meine Hände irgendwas tun können, werde ich auch etwas finden, was ich tue. Ich werde etwas finden. Ich bin mir da gar nicht zu genannt. Ich habe früher Klos geschrubbt, ich habe auf Pferdehöfen gearbeitet, ich habe Ställe gemistet, ich habe für Kinder die Pferde aufgezäunt. Telefonsex hast du auch gemacht. Telefonsex habe ich gemacht. Ja, das wusste niemand. Ich muss noch wieder eine Lesung machen. Ja, auch das. Wie lange war das mit der Telefonsex? Das war gar nicht so lang. Ich war kontraproduktiv. War es nicht gut genug? Aber die Stimme hast du doch. Doch, ich war gut genug. Aber ich habe das immer so versucht, unter dem Aspekt zu sehen, ist ja auch gut für meinen Beruf. Vielleicht spielt man mal eine Prostituierte oder so. Oder ich brauche das mal. Also das war eine super Ausrede, zu sagen, hey, ich mache den Telefonsex, weil kann ich ja für meinen Beruf gut gebrauchen. Und ich war ja immer, was? Und ich war auch immer neugierig auf Menschen. Aber das war wirklich absurd. Also wirklich absurd. Also ich habe die Geschichte ja geschrieben, insofern kann ich sie auch erzählen. Ich bin wirklich mit einer Freundin, hatten wir uns überlegt, und zwar waren wir eigentlich an einem Theater engagiert und irgendwie fiel dieses Stück aus. Und das ist jetzt wirklich 30 Jahre zurück. So. Und dann haben wir uns überlegt, wie können wir denn Geld verdienen? Und es gab ich war damals in Köln, und im Kölner Express gab es immer wieder dieses, hier Frauen für Telefonsex gesucht, ruft mich an, bla 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 und so. Und da haben wir so drauf geguckt und mehr so aus Spaß haben wir gesagt, lass uns doch das machen. Und wir beide so, nee, klar, machen wir, also Kerstin und ich, nee, klar, machen wir. Und dann bin ich so nach Hause und habe gedacht, warum eigentlich nicht? Könnte man doch echt machen. Ich glaube, da kann man auch ganz gut Geld verdienen. Bist nicht sichtbar. So. Und dann habe ich sie angerufen. Und dann, ja, komm, dann machen wir so eine Tour. Und dann haben wir uns eins rausgesucht. Das fand in Bonn statt. Also das Casting. So melden sie sich in Bonn. Und wir wollten ja eigentlich die... Hätte man doch telefonisch machen können, oder? Nee. Und dann musste man schon vorstellig werden. So. Aha. Und dann kamen wir in so ein Büro. Ich werde nie vergessen, die Dame dort, die uns aufmachte, war jung und hochschwanger. Sagte, ach nee, schön, dass ihr da seid und so, ja. Und dann kamen wir auf so zwei Holzschemelchen. Also waren da, die waren noch so ein bisschen im Umbau begriffen. Deswegen also Holzschemelchen im Gang und wir setzten uns dahin. Sagte, ja, kommt gleich jemand. Und dann bekamen wir die Hausordnung. Und wir so, Hausordnung, ja. Und da war schon während des Gesprächs Fenster nicht aufmachen, nicht essen, also alles das, was man tun und nicht tun durfte.
Und sie sagte dann, möchtet ihr denn gerne mal dabei sein? Also wir würden natürlich gerne so einen Test machen mit euch. Wir so, ja. Und ich weiß noch, bei der Hausordnung schon, hatte ich schlagartig einen roten Kopf gekriegt. Es war so, oh, okay. Aha. So, jetzt kamen wir in dieses Büro und da standen dann 6 Telefone, also saß eine kräftige Frau, 6 Telefone und noch ein separates Telefon. Und die war da und das Lustige war, sie begrüßte, also legte dann auf, begrüßte uns, ja, dann sagte die Kathi und Kerstin, die sind jetzt da, die wollen sich das mal anhören. Ja, nee, kein Problem. So, und dann ging's los. Und der erste Satz war, na, Schätzchen, möchtest du ein geiles Gespräch mit mir führen? Und wir so, Und dann legte die los. Und die brauchte gerade mal 7 Minuten. Das ist ja immer dieses 7 Minuten bis zum Abspritzen, nenne ich das jetzt mal so, wie ein frisch gezapftes Pilz. Die war die Königin des Telefonsex. Die machte so viel Geld. Und wirklich. Und wir sind beide hochroten Kopfes da rausgeschlichen und haben beide gesagt, niemals. Und sind da aus Bonn, aus diesem Eingang, haben überall geguckt, hoffentlich sieht uns niemand, das Auto stand ja um die Ecke. Und haben uns echt dahin geschlichen und wir so, nein, niemals. Also nein, never ever in my life werde ich sowas machen. Und wir waren noch nicht zu Hause. Also Kerstin und ich, wir haben dann Sektchen getrunken, sie zu sich nach Hause, ich zu mir nach Hause. Da kriege ich einen Anruf, ob ich dann ab übermorgen übernehmen könnte in Köln. Und ich so, ja. Und ich beschwöre, diese halbe Stunde Autofahrt, ich habe gesagt, Kerstin, niemals, kann das nicht, will das nicht. Also, hallo, willst du ein geiles Gespräch mit mir führen? Wer will das schon, ne? So, und dann habe ich aber gedacht, dann war ich auch neugierig. Also, ich war ja auch jung. Ich war jung, ich brauchte das Geld und war neugierig. Und so hat es sich dann ergeben. Und die ersten Gespräche, wir waren kameraüberwacht, ist auch klar. Und die Männer hatten immer 20 Minuten Zeit. Nach 20 Minuten musste man auflegen. Und also somit konnte man 3 Menschen abfertigen in einer Stunde. Aber wenn man das auch in 7 Minuten hätte machen können, war man natürlich schneller und hat mehr Geld verdient. Und zum Thema Datenschutz gab es damals nichts. Also die Stammkunden, die gab es in dem Computer und jetzt sitzt du ja nicht irgendwo und guckst dir Bildchen an selber, sondern du sitzt ja vorm Telefon und hast einen Computer und da guckst du, siehst die Nummer, Stammkunde, dann guckst du schnell nach, was hat die Kollegin geschrieben, da steht dann die Vorlieben, Abneigungen und so weiter und schwupps bist du am Telefon und gibst alles und sagst, Schätzchen, du rufst mich jetzt gleich mal auf dem Schlafzimmertelefon an und dann gibst du die Nummer nochmal neu rein, also eine andere Durchwahl hinten und dann klingelt da das Telefon, Schätzchen, ja, sehen wir uns gleich, hören wir uns gleich, Schätzchen, ja, und dann fragst du, was die Menschen anhaben und ich muss ihnen sagen, ich habe in diesen, keine Ahnung, 3 oder 4 Wochen, die ich das gemacht habe, ich habe dann immer gedacht, wie einsam muss ein Mensch sein. Der geht jetzt, fährt von seiner Frau weg. Das ist jemand, der von Tür zu Tür läuft, rennt und Montblancs verkauft. Also einer, man weiß ja nie, ob die Geschichte wahr ist auf der anderen Seite. Aber ich sage jetzt mal, der Montblanc-Verkäufer, also der hatte nun den Ferrari unter den Schreibgeräten verkauft, saß also jetzt auf einem Stuhl, nackt mit seinen Socken an da. Und ich überlegte, was kann ich dem Gutes tun? Und natürlich kam ich als Montblanc-Verkäuferin. Und dann denkst du, ja, du musst ja auch Fantasie haben, um diese Menschen irgendwie dazu zu bringen, Spaß mit dir zu haben. Aber wenn die dann auflegen, und deswegen sage ich, ich war so geschäftsschädigend. Ich habe ja nicht nach 8 Minuten aufgelegt, wenn die fertig waren, sondern ich habe gesagt, was machst du jetzt und wie lebst denn du und warum überhaupt in einem Hotelzimmer und warum machst du das nicht mit deiner Frau? Die hätte vielleicht auch mal Lust, könntest du ja mal fragen. Und vielleicht hat die auch Lust auf besonderen Sex und du weißt das nur nicht. So, und fast immer diese 20 Minuten. Und die hat mir natürlich einen Vogel gezeigt. Das heißt, sag mal, du verdienst ja irgendwie gar nichts für uns, du holst kein Geld rein. Und ja, und dann
irgendwann hatte ich dann noch keine Lust mehr. Ich hatte persönlich, hatte ja damals noch einen Freund, der das ganz toll fand, dass ich das mache. Der hatte bloß nicht mitgekriegt, dass ich überhaupt keine Lust mehr auf irgendwelche sexuellen Handlungen hatte oder Sexualität selber. Ich mochte nicht mal mehr Fleisch essen, weil diese, ja, auch was man so von den anderen hörte und so, man war ja ständig in so einem Pulk, wo es um bizarre Dinge ging und je bizarrer es wurde, umso lustiger fanden die das alle und ich fand es nur erschreckend und dachte, Gott, also wenn ich mir vorstelle. Und meine größte Angst war immer, dass am anderen Ende einer sitzt und sagt, Kathi, bist du das? Weißt du, das war ja immer die große Angst. Ne? Man dürfte im Freundeskreis erzählen, ja, da habe ich auch schon mal gemacht und dann denkst du mit einmal, irgendjemand sagte, und du sagst, Peter, du? Ah, ich bin's ja gar nicht. Und bin da sehr ausgeprägten Stimme, die anderen eben nicht hatten. Also ich war ja eher das Indianische, guck mal, lustig, ne? Ja, das der indianische Typ. So habe ich mich dann wirklich auch beschrieben, ne? Mit langen Haaren und grünen Augen und so, das fanden die ganz spektakulär. Und die meisten Männer mochten wohl immer so sehr ausladende Brüste, aber meine Indianerin, und die war ja wirklich fast ein indianischer Typ. Die hatte kleine Brüste und so. Aber ich hatte natürlich meine Spezialitäten, die ich Ihnen jetzt nicht erzähle. Also, du kommst durch alle Situationen irgendwie durch, ne? Kann man sagen. Ist das so? Ich bin aufrecht. Also, ja. Ne? Ja. Also bisher, klopf mal auf Holz. Ne? Man weiß ja nie, wo man noch überall durch muss. Ne? Wie ist die Branche so insgesamt? Ist es eher ein Blue Ocean oder ein Red Ocean? Was würdest du sagen? Shark Ocean. Shark, also viele, viele Haie. Also früher habe ich immer gesagt, es ist ein Haifischbecken und man muss immer, also wenn man mal getaucht ist oder mal was übers Tauchen gelesen hat, dann weiß man, wenn man Haien begegnet und man das Gefühl hat, die könnten angriffslustig sein, dann soll man sich nicht nach oben bewegen, sondern dann soll man versuchen, Ruhe zu bewahren, nach unten zu gehen. Und wenn die Tauchgründe nicht so wahnsinnig tief sind, sagen wir mal zwischen 15 und 30 Meter, soll man sich ruhig verhalten und sich absenken und auf den Boden bringen. Und so habe ich dieses Haifischbecken immer gesehen. Man muss lernen, wie die Haie schwimmen. Man sollte keine Angst vor ihnen haben, man muss aber Respekt haben. Und aber in den letzten Jahren habe ich das nicht mehr so empfunden. Ich glaube, dass sich vieles auch verändert hat in der Branche. Also ich weiß nicht, ob es noch so ist wie das Haifischbecken früher, aber ich habe mich mit vielen anderen Dingen beschäftigt. Du weißt ja, dass ich ein Buch geschrieben habe. Ich habe ja vor knapp 4 Jahren meinen Vater nach Benin geholt. Das war eigentlich eine ganz traurige Geschichte. Seine zweite Frau war sehr krank, was aber niemand wusste. Und ich wollte eigentlich, hatte 50 Jahre kaum Kontakt zu meinem Vater und wollte eigentlich ihn nur ganz kurz besuchen. Und daraufhin entwickelte sich etwas, was im Leben dann manchmal auch so ist, dass man für sich selber vielleicht nochmal eine zweite Chance bekommt. Also die Frau meines Vaters starb innerhalb von 4 Wochen. Und ich erinnere mich noch, wie sie sagte, Kathi, ich komme gerade vom Tennis, da werde ich ja nicht todkrank sein. Und beide lebten in einem schönen Haus. Und dann schlug das Schicksal zu. Und so hatte ich beide im Krankenhaus, diese beiden Menschen, habe mich entschlossen, sie in den Tod zu begleiten, ihn zurück ins Leben und habe ihm nach ihrem Ableben, das waren etwas über 4 Wochen, habe ich ihm angeboten, in mein Leben zu kommen. Und er hat das auch gemacht. Und mein Vater ist fortschreitend dement. Das wusste ich damals nicht. Und hat zu dem Zeitpunkt 16 Stunden am Tag geschlafen. Und tut das heute nicht mehr. Denn er hat einen Förderer und Forderer bekommen an seine Seite. Und seit fast 4 Jahren geht es um Würde im Alter. Ich wünsche mir Würde für ältere Menschen. Ich habe die Häuser von innen gesehen, viele Orte, wo ich niemals einen Menschen hinbringen würde, dem ich zugeneigt bin, zugetan bin.
Und, du meinst jetzt Pflegeeinrichtungen? Pflegeeinrichtungen, Altenheime, Residenzen, auch teilweise Krankenhäuser, Kurzzeitpflege. Und habe mich sehr viel mit der Pflege beschäftigt. Ich bin nicht einverstanden mit den Dingen, wie sie in Deutschland passieren. Ich bin auch nicht einverstanden damit, dass viele Angehörige ihre Menschen einfach nur abladen, um sie dann Pflegern zu überlassen und dann hoffen, dass die das schon irgendwie alles hinkriegen werden. Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, vor allen Dingen über meine Geschichte, weil ich mir auch immer wieder die Frage stelle, wie kann man selber ein bisschen aktiver werden in vielen Bereichen, um zu unterstützen. Ich habe Spiele erfunden für ältere Leute in der Corona-Zeit, wo wir alle mit 2 Meter Abstand sitzen mussten und sich niemand mehr anfassen durfte und die große Einsamkeit Einzug nahm. Und das kann man für Angehörige tun und für das Miteinander. Und ich bin sehr traurig über das, wie mit Pflegern umgegangen wird. Auch ich habe da manchmal meine Schwierigkeiten, weil man immer denkt, die können alles. Aber da ist so viel in den letzten 2, 3 Jahren auf deren Buckel ausgetragen worden in den Krankenhäusern. Und ich wollte einfach sagen, hey, wir sehen euch. Ich möchte euch viel aktiver sehen und auch sagen, ich bin nicht einverstanden mit der Politik, die hier gemacht wird. Und wenn man verspricht und klatschend auf Balkonen steht und sagt, ihr bekommt dann ein bisschen mehr Geld, dann sollte das passieren. Und jetzt hat aber dieser Krieg, Ukraine, hat alles überrollt, alle Themen überrollt, so scheint es. Aber diese Themen sind da und die sind wichtig. Und für mich, meine Geschichte, ja, ich wollte einen Hund, jetzt habe ich einen Vater. Dieses Buch kommt am 13.12. raus und vielleicht haben Sie Lust, es zu lesen. Ist auch traurig, aber es ist auch, mir liegt mir wirklich am Herzen. Es muss kein Bestseller werden, darum geht es überhaupt nicht. Aber Würde im Alter, weil bei dem, was ich sehe, möchte ich gar nicht alt werden. Ich habe keine Kinder, ich habe vielleicht dann keine Freunde mehr, die mit mir Zeit verbringen wollen oder können. Wir wissen alle nicht, wie das Leben spielt. Und wäre es so, und wenn ich mir das vorstelle, mein Vater ist jetzt gerade 90 geworden, ich habe ein tolles Fest für ihn gemacht, aber dann möchte ich keine 90 werden in dieser Gesellschaft, keine 90. Also tun wir was dafür, dass das besser wird. Hast du eine Vorstellung? Also du wirst jetzt am 31.12. 60? Ja. Hey. Stimmt. Machst du dir Gedanken über den Tod? Ich habe so viele Freunde zu Grabe getragen. Ich habe so viele Menschen begleitet. Ich hab in den Krankenhäusern geschlafen. Ich habe auf dem Fußboden in deren Pipi gelegen, ja. Und hab Nachtwachen geschoben. Also ich finde den Tod furchtbar. Ich habe immer gedacht, wenn man jemanden begleitet, dann hilft es einem auch, vielleicht keine Angst davor zu haben. Aber wenn man gerne lebt, ich lebe ja wahnsinnig gerne, aber die anderen haben auch gerne gelebt. Wichtig ist für mich in solchen Situationen, wo ich denke, oh, es wird so ein Scheißtag und jetzt bin ich aber genervt, dann denke ich immer, dieses Problem hätten deine Freunde, die viel zu früh gehen mussten, doch sehr, sehr gerne. Ja. Also sei gefälligst mal dankbar und halt jetzt mal den Mund, denn jeder von deinen Freunden würde gerne tauschen. Und ich glaube einfach so dieses mit Demut und Dankbarkeit. Ich war auch dankbar, weil ich hatte kein gutes Verhältnis zu der Stiefmutter, die ich ja begleitet habe, wirklich diese 4, 6 Wochen. Und ich habe alles für sie gemacht. Und sie hat sich am Ende bei mir entschuldigt. Aber klar, wenn man geht, sagt man ja immer, da räumt man nochmal auf. Und ich bin der Vertreter oder die Vertreterin davon, klärt zu Lebzeiten. Ich habe in der eigenen Familie so viel Schwachsinn, wo ich dann denke, worum ging es jetzt eigentlich? Ach echt, das war das Problem. Und dann kommt immer, wer A sagt, muss auch B sagen. Und dann geht es um gar nichts. Um gar nichts ging es, wo Menschen sich entzweit haben. Aber wir kriegen irgendwann nicht mehr die Chance, das zu klären. Und ich finde, Menschen sollten miteinander reden, auch gerade in den Familien. Da ist ja oft Zwist, der Bruder dies nicht, will das nicht und die Mutter nicht so bitte behandeln und dies und das und der ist mehr zuständig, weil er näher dran wohnt. Man muss miteinander reden und bitte, bitte zu Lebzeiten die Dinge klären. Es ist so viel einfacher. Und dann kann man auch
beruhigt sagen, okay, bis zum Ende. Und das Schönste, was Marianne mir mit auf den Weg gegeben hat, ist nicht diese Entschuldigung bei mir, dass sie mich nie gesehen hat, dass sie mich überhaupt nie Lust gehabt hatte zu verstehen, sondern dass sie am Ende, dass ihre letzten Worte waren, was ist mit deinem Vater? Was ist mit Ditz? Also hatte sie über sich, über ihr eigenes Leid nicht mal mehr nachgedacht am Ende, sondern sie machte sich Sorgen um meinen Vater. Da erst begriff ich, wie groß deren Liebe auch war, an der ich gar nie teilhaben durfte, weil ich kein Bestandteil dieser Geschichte war. Zwar als Kind, aber nie da. Und ich dachte, wow, also an einen anderen Menschen zu denken, während ich gehe und nicht sage, oh, ich bin so traurig, dass ich jetzt gehen muss, sondern sie machte sich Sorgen um meinen Vater. Und ich habe ihr dann noch sagen können, dass sie sich keine Sorgen machen muss, dass ich ihm das anbiete, ihn mitzunehmen. Das habe ich gehalten. Ich neige eh dazu, mein Wort zu halten, was mich ja in alle Miseren gebracht hat. Aber dieses ist keine Misere, auch wenn es unfassbar schwer ist, einen Menschen zu begleiten, der sich selber verliert. Das wünsche ich keinem, aber wir machen das Beste draus. Und mein Vater ist 90% total klar, total wach. Und wenn er dann, wenn ich ihn abhole, sagt, wo haben wir denn die Skier, dann ist das nicht schlimm. Dann fahren wir heute mal keinen Ski. Sondern man sagt dann, draußen liegt kein Schnee, Papa, Skier wollen wir heute nicht. Wir gehen einfach ein Bierchen trinken. Und so mache ich das dann. Ich hoffe, dass mir noch Zeit bleibt, weil ich bin gerne auf diesem Planeten. Wenn es mir nicht vergönnt ist, wäre ich sehr traurig. Aber kannst da vorne rausgehen, hier um die Ecke und das war's. Wissen wir es? Nein. Deswegen leben wir schön brav, jede Sekunde, jede Minute. So toll das eben geht. Ja. Und jetzt heute hier mit dir im Bett zu liegen vor all diesen zauberhaften Menschen, ist doch schon mal ein Anfang. Mhm. Da könnten wir doch gleich hier liegen bleiben. Schläfst du gut eigentlich? Nein, überhaupt nicht. Nee? Deswegen war ich so dankbar, dass ich heute in ein Schlafstudio durfte, weil ich dachte, hier kann ich nochmal so ein bisschen Probe liegen. Nee, ich schlafe ganz schlecht. Leider. Mir geht immer zu viel im Kopf rum, ich schlafe schlecht ein. Ich habe schon als Kind, musste ich immer das Radio anhaben, irgendwie so Gebrabbel im Hintergrund. Dann fühlte ich mich sicher, glaube ich. Und wenn ich, da ich ja alleine lebe, schlafe ich da eher schlecht. Aber wenn ich bei meiner Mutter schlafe, dann denke ich immer auch, die Mutti ist da, da schlafe ich ganz gut. Mhm. Mittlerweile ist die Mutti aber jetzt, die wird ja Samstag 87, auch ein älteres Mädchen. Und dann ertappe ich mich dabei, dass ich denke, jetzt schläfst du so schön, weil die Mutti nebenan ist, nicht, dass die Mutti morgen nicht da ist. Mhm. So, und diese Ängste sind jetzt eher so zum leichten Schlaf oder bedienen eher den leichten Schlaf, weil ich mich dann immer freue, wenn sie nachts mal auf die Toilette geht und ich dann das Rumpeln höre vom Rollator. Denke ich, mach die Mami. Alles gut. Guck mal, ich schlaf ja immer so. Ich brauch's hier ganz. Und während Kathi sich noch einen kurzen Moment ausruht, um anschließend mit dem Zug wieder in ihre Wahlheimat Berlin zurückzueilen, sage ich schon mal Dankeschön fürs Zuschauen. Bitte unterstützt mein Projekt, abonniert mich auf YouTube und Facebook, schreibt mir Kommentare, schaut mal auf meiner Homepage vorbei und schaut euch vielleicht die ein oder andere Folge mal an. Bis zum nächsten Mal sage ich Danke für alles, bleibt gesund und schlaft schön.